Kulturpodcast des Landes Steiermark. Ja, willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Ich bin heute in einer prominenten Adresse am Schlossberg 1 und da sitzt der Verein, der Kulturverein Achse Graz. OG ist kein Verein. Also OG, offene Gesellschaft. Genau, eine offene Gesellschaft. Und gleichzeitig ein integratives Kulturprojekt, das vor 20 Jahren gegründet wurde. Ich bin da zu Gast bei Peter Ulrich, dem Mitgründer oder einer der Gründer, und der Iliana Reisenhofer, die seit 10 Jahren bei dem Verein mitarbeitet. Ja, ich habe Achse mitbekommen, so am Rand über Theaterprojekte im öffentlichen Raum. Ja. Aber ihr macht es eigentlich noch viel mehr. Peter, magst du sagen, was Achse macht? Oder möchtest ihr beide euer Portfolio kurz vorstellen? Ja. Na, vielleicht mache ich doch eine kurze Intro-Geschichte, wie Achse vielleicht auch entstanden ist. Weil Achse ist ein Projekt, das sich zwischen Kultur und Sozialem irgendwo, also in diesem Bereich, angesiedelt hat, aus einem speziellen Grund. Und zwar damals, vor 20 Jahren, habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der im Rollstuhl saß und sitzt, den Matthias Grasser. Und er hat zu mir gesagt, Peter, du bist ja im Theaterbereich unterwegs und ich tät so gern Theater spielen. Und er ist spastisch gelähmt, sitzt in einem E-Rollstuhl, sehr aktiv in der Behindertenszene. Und ich habe gesagt, aha, gut, ja, keine Vorstellung, was doch sein könnte. Und wir haben uns auf eine erste Theaterproduktion, damals mit der Eva Brunner, mit der Tänzerin, eingelassen. Mhm. Und so hat Achse eigentlich in dem Bereich, in dieser Schnittstelle begonnen und ist an der Schnittstelle ja genau gewachsen dann. Mhm. Wieso Achse? Ja, da gibt es mehrere. Das eine ist die Achse vom Rollstuhl, also diese auf Achse sein und in dem Fall auf dem Rollstuhl sitzen, die Achse, aber auch damals die Achse des Bösen in Amerika, wo wir gesagt haben, wir wollen eine Achse des Guten irgendwie vertreten. Und dann gibt es auch noch eine tolle Geschichte im Hintergrund. Toll kann man nicht sagen, sondern es ist eher etwas Bedrückendes, aber gleichzeitig auch sehr, wie soll ich sagen, von Lebensenergie erfüllt ist. Das ist Asche, das wird gleich geschrieben, Achse. Hm. Und das waren zu Kolonialzeiten afrikanische Männer und vor allem Männer, weniger Frauen, die mit Schiffen nach Amerika transportiert wurden zum Sklavenhandel und die auf den Inseln wie auf Kap Verden und so weiter Zwischenlandung gemacht haben, die sich dort teilweise gar nicht verständigen konnten, weil es dafür afrikanische Dialekte gibt, und die sind aus allen Herren und Damenländern zusammengefangen und wurden damals und verschifft, und die haben sich dann über Tänze verständigt, über Ritualtänze. Mhm. Und das hat sie dort aus einer Kreolsprache, also die Kreol ist es eine Mischung aus allen möglichen Sprachen, die auf Afrikanisch beeinflusst ist, was heute noch auf den Kapverden sprechen. Und sie haben damals diese Tänze, ich weiß nicht genau die historischen Hintergründe, was das Wort bedeutet, aber es heißt jedenfalls diese Asche-Tänze. Okay. Und diese Asche-Tänze haben, schöne Geschichte, in Amerika mehr oder weniger den Gospel und den Blues auf ihren Schultern oder in ihren Schuhen, wie auch immer. Mhm. Also das ist auch der Hintergrund, da geht es um einen sozialen Aspekt, da geht es um Benachteiligung, da geht es um Menschenrechte, Menschenwürde, und das war uns sehr recht in dem Zusammenhang. Mhm. Das Wort Achse, wobei ich natürlich bei der Firma Achse auch angerufen habe, der Körper-Deo-Firma, und in der Werbeabteilung angefragt habe, das hat der Dame dort einen kleinen Lächler gekostet, wie gesagt, ob wir so eine kleine Sozialinitiative, ob es ihnen stört, wenn wir uns Achse nennen. Das X in der Mitte auch groß geschrieben, und sie hat gesagt, na gerne, kein Problem. Ja, okay. Und werde jetzt aber nicht gesponsert. Iliana, wie bist du zum Verein gekommen, oder wie hast du eigentlich von Achse erfahren und wie bist du dann zum Verein gekommen? Eigentlich ziemlich zufällig. Ich bin 2013 nach Österreich gekommen. Eigentlich war die Idee so für Urlaub und damit ein bisschen Tapetenwechsel. Und da habe ich viele nette Leute kennengelernt, wie zum Beispiel die Stefanie Leitinger, die gerade auch noch dabei ist beim Achse. Sie hat mir irgendwie empfohlen, dass ich vorbeischauen kann, und dann schauen wir, wie sich alles entwickelt. Es war eigentlich, kann ich sagen, meine erste
Verwirklichung in Österreich, weil ich mit null Deutsch gekommen bin. Mhm. Und es war wunderbar, dass ich da beim Körpertheater wirklich mitmachen kann, trotzdem, dass ich jetzt Deutsch noch nicht so gut kannte, konnte. Mhm. Ja, ziemlich niederschwellig alles, von meiner Sicht. Man wird einfach so unterstützt und es gibt so viel Gestaltungsfreiheit, sagen wir so. Mhm. Ja, seitdem bin ich immer wieder dabei bei verschiedenen Module. Ich habe beim Tanzen, beim Mensch-Körper-Ort mitgemacht. Mhm. Und beim Malworkshop bin ich dabei, immer wenn ich kann. Gefällt mir besonders, ja. Da müssten wir jetzt eben erklären, dass es 4 Module gibt in eurem Angebot. Also ihr macht es nicht nur Produktionen, sondern eben auch Kreativschulen oder Workshops, Module. Und die Module sind Theater, also Performance-Theater, kann man sagen. Dann das zweite ist Kunst, im Sinne von Handwerk, Kunsthandwerken. Ja. Das dritte ist das Tanzen, auch so die Brücke zur Performance, und das vierte ist dann die Musik. Das ist die Musik, die es momentan leider nicht gibt, aber sie wird es ja hoffentlich nächstes Jahr wieder geben. Alles klar. Das Einzige, was ich mich nicht traue, das macht der Robert Wernicke. Ja, wie kommt man oder kann man sich bei euch auf der Website diese Module anschauen und dann einfach teilnehmen, hinschreiben? Vielleicht noch kurz, wie es zu diesen Modulen gekommen ist. Weil es war so, Achse ist dann entstanden, wir haben eine erste Produktion gemacht, der Matthias und ich, und die ist recht gut angekommen, und wir haben gesehen, dass der Bedürfnis ist, einfach soziale Aspekte und künstlerische Aspekte zusammenzuführen. Das Menschen, wir haben damals in der Brücke gespielt, das ist heute noch ein Ort, das der Begegnung ist im Sozialbereich, und wir haben dort einige Produktionen gemacht, und dann haben wir einfach auch gemerkt, da habe ich dann den Christian Ruck auch kennengelernt, den Schauspieler. Und in dem Zusammenhang haben wir dann gemerkt, okay, es gibt einen Wahnsinnsbedarf. Und dann haben wir eine Produktion im Forum Stadtpark gehabt, und da hat es einen riesen Wirbel gegeben, das war zum arabischen Frühling, zum Mohamed Bouazizi, der sich selbst verbrannt hat, haben wir im Keller unten gespielt, eine Geschichte, die sehr unter die Haut gegangen ist, und auf einmal ist ein riesen Wirbel im Forum Stadtpark, es schreien Menschen, es bellen Hunde, Geklirr, Polizei, und es hat so eingewirkt auf die Theaterproduktion. Der Christian hat gerade einen Monolog gehalten, und die Leute haben geglaubt, das gehört dazu, und das ist ihnen ganz anders geworden. Dabei hat es oben eine Riesenschlägerei gegeben, kurz vorm also vor einer Veranstaltung vom Forum. Schuld dahinter war Crystal Meth, das gerade die Runde gemacht hat im Stadtpark und die Menschen sich wüstest gegenseitig geprügelt haben und es Verletzte gegeben hat, glücklicherweise nicht schwer Verletzte, aber sie haben sie durch die Scheiben im Forum Stadtpark geworfen. Es waren die Hunde ineinander verbissen. Es war das größte Gräuel, das man sich vorstellen kann, wenn man ins Theater geht und dann mit sowas konfrontiert wird, und der Christian und ich, wir waren geschockt, das Forum war geschockt, ich kann mich noch erinnern, also Heidrun Primas, wir haben alle dann die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, mein Gott, da ist ein tolles Kulturzentrum, so viel Geschichte, Forum Stadtpark, so viel Geschichte, und dann passieren solche Dinge, kann man das nicht irgendwie trotzdem auch integrieren? So diese wilde Geschichte integrieren. Und mir ist dann eingefallen, der Robert Kresnik, was jetzt gar nicht, aber Robert im Vornamen heißt, der Kresnik jedenfalls, der das, die Volksbühne Berlin jahrelang geleitet hat, und der hat im Roten Salon, ein Kärntner, der hat dort eine Bühne eingerichtet für die Ratten e.V. Und Ratten e.V. war der erste Verein vor, glaube 40 Jahren in der Zwischenzeit, der ein gemischtes Ensemble von Schauspielerinnen und Schauspielern, Menschen mit Drogenproblematik, sage ich jetzt einmal, und Menschen mit besonderen Bedürfnissen vereinigt hat. Und der hat den Leuten den Roten Salon in der Volksbühne für Produktionen zur Verfügung gestellt. Und das war so erfolgreich, die touren heute noch durch die ganze Welt, die Ratten e.V., machen ganz tolle Theaterprojekte, und ich habe das zufällig in Berlin einmal gesehen. Und ich rede dann durch dem Forum unter dem Eindruck, was da gerade passiert ist, und ich sage zum Christian, wollen wir nicht die Leute dort am Pavillon ansprechen und fragen, wir arbeiten sowieso im Sozialbereich, schauen wir, ob wir da was zusammenführen können, und aus dem ist dann die erste der Produktion mit Menschen mit Suchtproblematik entstanden, und das hat dann im Stadtpark am Pavillon stattgefunden. Das war das erste Mal, wo ich sie auftreten gesehen habe. Du und ich, eine Liebe im Stadtpark. Und bei der nächsten Produktion, genau, bei der nächsten dann, war ich schon dabei. Das war die Lastrada-Produktion, da warst du dabei dann. Genau. Ja, diese Du und Ich-Produktion, die ist ja auch im ORF dann gefeatured worden.
also eine Romeo und Julia-Adaption mit Leuten aus dem Stadtpark, Leuten mit Suchtproblematik. Und du hast damals erzählt in diesem Interview mit dem ORF, dass auch die Proben immer so ein bisschen auf und ab waren. Ja, haben sie alle lieb gehabt und waren sehr konstruktiv. Und je länger der Tag gedauert hat, umso eigenwilliger wurde alles. Ja. Und wir waren alle gefordert und es war für uns ein riesen Abenteuer, unterwegs zu sein mit Menschen, die wirklich so den Tag ganz anders strukturieren als, sage ich mal, jemand, der in der Früh aufsteht, ins Theater geht, Probenarbeiten macht und dann vielleicht irgendwann eine Aufführung hat. Also das war eine komplett andere Welt noch einmal. Und das war für den Christian eine Herausforderung, für mich, für die Leute, die mitgemacht haben, eine Herausforderung, weil sie nämlich mit Shakespeare konzentriert. Wir haben ja nicht einfach irgendein Stück genommen, sondern wir haben Romeo und Julia genommen und gesagt, wir adaptieren das jetzt einfach beinhart und vor allem, wir haben die Sprache weggelassen und haben gesagt, wir machen das körpertheatralisch noch einmal spannend, weil ich bin in dem Bereich einfach tätig, dass ich körpertheatralisch Regiearbeiten schon seit 30 Jahren mache und es war eine Journey sondergleichen. Also das sind Geschichten über Geschichten, die da passiert sind und das hat uns alle sehr geprägt. Mhm. Und dann aus dem heraus, da war dann auch die Geschichte nicht genau zu der Zeit mit Schlingensief, mit der Aktion von Bettlern am Hauptplatz, die auf große Stühle draufgestellt haben. Das war früher schon. War ein bisschen früher, ja. Und einfach Geld verteilen und lassen. Und da war irrsinnige Unruhe dann unter der Obdachlosenszene, auch in Noah oben, Ache 38 hat angerufen, kann ich mich noch erinnern, dass die Leute dann so, dadurch, dass sie auf einmal viel Geld in der Hand gehabt haben, so aufgerührt waren innerlich und sie haben sich dann völlig verloren und verlassen gefühlt, weil Schlingensief ist weitergezogen und was ist dann? Mhm. Und diesen gleichen Effekt, was ist dann? Mhm. Das haben wir genauso gespürt. Die Leute haben dann applaudiert, alle waren glücklich und dann war auf einmal die letzte Vorstellung. Mhm. Und was ist dann? Mhm. Und wir haben gemerkt, das geht nicht. Christian und wir sind zusammengesessen und gesagt, das geht nicht. Also, das muss jetzt weitergehen. Also wir können jetzt nicht einfach aufhören. Mhm. Und es braucht eine Kontinuität. Und aus dem heraus ist die Kreativschule dann entstanden, die Idee. Mhm. Und zwar, dass wir Module über das ganze Jahr anbieten. Das hat sich jetzt auch ein bisschen verändert durch die Corona-Pandemie. Da haben wir davor immer wöchentlich, einmal in der Woche die Module gehabt. In der Zwischenzeit ist es so, dass durch die Pandemie die Leute auch Geschmack haben, blockweise das zu machen, was wir uns davor nie getraut hätten, 3 Wochen intensivst an einer Produktion zu arbeiten, wo jeder Tag gefordert ist, weil das hätte man, entschuldige, uns allen nicht zugetraut, aber in der Zwischenzeit geht das. Also funktioniert das, dass wir sagen, wir hauen uns 6 Wochen aufs Backel und tun und die Leute kommen jeden Tag. Also das ist wirklich eine Entwicklung durch die Kreativschule einfach auch, also was da passiert ist über die Jahre. Und die Kreativschule hat einfach verschiedene, wie du erwähnt hast, verschiedene Module und die Leute können dort gratis hingehen. Also umgekehrtes Workshop-Prinzip. Du zahlst nicht dafür, dass du was lernst, sondern du kriegst was. Ja. Und zwar 8 Euro, wenn sie kommen. Okay. Das ist noch Heidenspaß nach dem Prinzip, weil wenn du Heidenspaß in Graz die soziale Einrichtung aufsuchst, kannst du dort Taschen nähen oder andere Tätigkeiten ausführen. Und ich weiß nicht, was sie in der Zwischenzeit zahlen pro Stunde. Aber wir zahlen sozusagen auch, das ist mit dem Sozialamt akkordiert, dass die Leute fürs Kommen, dafür, dass sie dabei sind, einen Energieausgleich kriegen, weil sie kommen. Und wenn es dann der Backel chic ist oder sonst irgendetwas, aber das ist eine Motivation. Helfen. Nur noch 2-3 Wochen sind die 8 Euro vergessen, oder Lilly? Ja, da leben wir für die nächste Produktion. Ja, und ich habe wirklich Etappen in meinem Leben gehabt, weil ich schon länger dabei bin, wo das tatsächlich, ich war so am Boden oder aus verschiedenen Gründen, dass das einzige Struktur in meinem Leben war. Dass ich jetzt, ich weiß, dass ich an dem Tag dorthin gehe und ich habe mich immer so gefühlt, als würde jetzt was wirklich Sinnvolles machen mit mir. Und so geht es auch viele Leute, die damit gemacht haben. Und wegen die Proben, weil wir vorher geredet haben, ich habe mir auch oft gedacht am Anfang, mein Gott, wie schaffen sie es überhaupt, uns auszuhalten, sagen wir mal so. Weil manchmal war es wirklich schwierig, wo man mehrere Menschen auch waren, mehrere Personen bei manchen Produktionen. Und naja, jeder hat seine Kanten und Ecken und dann wird es manchmal ein bisschen enger. Ja, aber trotzdem immer gut funktioniert. Du bist aus Bulgarien, stammst aus Bulgarien, bist vor 10 Jahren nach Österreich gekommen, sprichst jetzt super Deutsch. Danke. Und du bist immer auch bei diesem Verein
dabei geblieben? Ist das so für dich so eine Andockstelle oder so? Auf jeden Fall, ja. Ich kann es mir jetzt nicht mehr wegdenken eigentlich. Mhm. Manchmal geht es sich leider von Arbeitszeiten und so nicht wirklich aus, wie gerade eben, weil ich ein Arbeitstraining anfange. Mhm. Aber immer, wenn es geht, und es war ja auch immer so flexibel die Situation, dass sie uns gefragt haben, wann es uns passt, und wir haben es immer so arrangiert, dass so viele wie möglich kommen können. Mhm. Also wahrscheinlich war ich nicht bei jeder Produktion dabei, Entschuldigung, aber immer wieder. Mhm. Ja. Und ist es dann nicht so, dass du denkst, nur die Künstler, die sind so abgehoben, was wollen die jetzt von uns, oder schafft es das Nein, Team, dass da wirklich auf, also ganz eben... Sie haben es immer geschafft, so die gleiche Sprache zu sprechen, ja, und alles verständlich zu machen, sogar wenn es, ich meine, denen ist es klar, dass wir keine Profis sind und Amateure, und es ist eigentlich immer genug Zeit da, dass man sich gut vorbereitet, und es war fast nie die Situation, dass ich nicht gewusst habe jetzt, was ich machen soll, was von mir erwartet wird oder so weiter. Es wird alles so klar erklärt und so oft wiederholt, dass man sich zum Schluss bei der Produktion wirklich vorbereitet fühlt und sicher. Da möchte ich einhaken. Wir sind keine Profis. Für mich das Eindrücklichste war noch an der Produktion am Hilmteich. Einer flog übers Kuckucksnest, haben auch nonverbal gespielt. Da war ich dabei. Und nachher noch an einer Vorstellung ist eine Dame zu mir gekommen, die sagt, wissen Sie, ich gehe viel ins Schauspielhaus, ich gehe in verschiedene Produktionen, aber jetzt kenne ich mich nicht aus. Sie, ich habe im Programmheft gelesen, das ist auch ein soziokulturelles Projekt. Jetzt sagen Sie mir bitte Name für Name, wer ist der Profi gewesen und wer ist da der Laie? Ich war so glücklich. Und die hatte so, die war über 60, die Dame, und hat gesagt, sie geht so viel. Aber wissen Sie, jetzt bin ich irritiert. Wer war jetzt der Profi und wer war da jetzt Laie? Ja, das besser kann man sich nicht vorstellen. Also wir kriegen ja wahnsinnig viel Feedback. Also das ist schon etwas, was uns auch nährt. Gell? Ja. Also ihr kriegt euer Feedback vom Ensemble, wir vom Staff. Wir arbeiten aber auch teilweise zusammen. Wir machen in der Zwischenzeit so, dass wir dich fragen oder andere fragen, die was interessieren, machen wir was. Und so ist es mehr oder weniger gewachsen über die Jahre. In der Zwischenzeit ist das einfach ein Team, würde ich mal sagen, das aber offen ist. Also es kommen immer wieder neue Leute, es gehen manchmal alte Leute, oder jetzt sind zwei verstorben, die Karin von Anfang an dabei ist, leider voriges Jahr verstorben, Willi Arndt ist verstorben, war sehr lang bei uns und hat bei sehr vielen Produktionen als Maler, als Act, Live-Act-Painting, als lebendes Original eingebaut, und Original auch Stichwort, weil du das vorher gesagt hast, schwierig, und ich auch, das Wort schwierig, ich will es in der Hinsicht relativieren, es ist manchmal schwierig, aber du hast das immer mit Persönlichkeiten zu tun, und das macht es spannend. Du hast Menschen vor dir, die haben Ecken und Kanten, aber das macht es gerade aus. Du hast das wirklich mit Menschen zu tun, die sowas auch, wenn was nicht passt, ins Soft gehen oder sich freuen, wenn was passt, oder völlig verzweifelt sind, wenn was nicht passt. Dass es einfach gut zum Zusammenarbeiten ist, und das passt im Theater teilweise wirklich gut, aber da geht es darum, dass du unter einem professionellen Rahmen trotzdem eine Offenlegung, so eine Katharsis auf der Bühne, eine Offenbarung produzierst mit dem, was du den Menschen sagen willst. Und da ist dann diese Persönlichkeiten dann zu fassen, professionell auf die Bühne zu bringen, das ist unsere Aufgabe, das zu professionalisieren, das nicht ausblutet, das nicht irgendwie mit eurer ganzen Werfen, ach, war ich gut oder so, sondern dass das wirklich eine professionelle Arbeit ist, und da trainieren wir schon seit 20 Jahren in der Zwischenzeit. Ja, und man entwickelt sich auch immer wieder weiter. Und dieses Gefühl, wir kennen uns ja alle, die wir zwischendurch dabei machen, vielleicht nicht alle in die gleiche Produktion, die gleichen Menschen, aber im Großen und Ganzen kennt jeder. Und dadurch, dass man jetzt so viele Jahre doch dabei ist, ja, wir wachsen zusammen, wie du sagst. Also man lernt auch ein bisschen über das Schauspielen oder Tanzen, ja, nach Modul oder Malen was dazu, aber diese dieses Gefühl der Zugehörigkeit, das ist auch was sehr Positives. Vor allem, wenn, ja, in meinem Fall, am Anfang habe ich niemanden gekannt, und es hat mir gleich eine neue Welt gezeigt. Der Axelverein,
Verein sagen wir nicht, was? Offene Gesellschaft. Okay. Offene Gesellschaft. Ja, sehr offen und freundlich waren sie zu mir, auf jeden Fall. Sehr offene Gesellschaft. SOG. Eine gemeinnützige offene Gesellschaft. Auf eurer Website sind ja auch sehr prominente Namen jetzt aus dem Kunst- und Kulturbetrieb der Steiermark und von Graz dabei. Also ich liest da einfach von oben nach unten gelistet ist. Ja. Natascha Grasser, Katrin Marie Fuchs, Veronika Dreier, die ja schon vom Verein Nil auch bekannt ist mit ihrer Arbeit. Dann eine japanische Sopranistin, Yasuo Asano. Die in Salzburg lebt, hat das Mozarteum besucht, hat aber auch in der Zwischenzeit im Mezzanin-Theater gern gesehen und bei uns bei Axe. Und wir haben sie mal kennengelernt und lieben gelernt. Und wenn es irgendwie geht, ist sie bei Produktionen mit ihrer tollen Sopranstimme dabei. Dann Astrid Valentin, Patrick Dunst und Robert Lepenick. Auch Musiker, Komponisten. Prominente Namen. Ja. Bettina Popper, Paul Hassler. Michael Labres, der in Deutschland. Der ist ein Schüler, bei einem Schüler ist vielleicht das Wort das falsche Wort, aber ein Ensemblemitglied vom Theatermärz gewesen, hat in Graz mit Christian Ruck zusammen die Schauspielausbildung bei Theatermärz absolviert, viel Erfahrung im Theatermärz gesammelt, ist dann jetzt nach Deutschland. Ich freue mich sehr und ich sage jetzt ganz deutlich Michael Labres noch einmal, weil er ist dabei zu überlegen, ob er jetzt nicht Achse, wenn ich in 3 Jahren in Pension gehe, weil er möchte unter Umständen wieder zurück nach Graz kommen und das würde mich persönlich sehr, gell? Dir auch. Das würde gut passen, ja, finde ich. Wenn der Michael den Laden schupft in Zukunft. Dann Eva Zumbuloglu. Zumbuloglu aus Griechenland, ja. Die einige der jüngeren Produktionen gemacht hat. Ja, ja. Matthias Krasser, der eben da mitbegründet ist. Der war in der Zwischenzeit einige Zeit nicht in Graz und ist jetzt wieder in Graz und ist gerade dabei. Also ein Modul wird gerade von ihm aufgebaut, ein spezielles für Menschen mit besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten. In der Brücke machen wir gerade eine Kooperation, wo er das Modul jetzt leitet. Dann der Antonis Ruvelas. Antonis Ruvelas, das ist genau ein Komponist, hat in Graz Komposition. Wenn ich die Betonungsstriche nicht sehe, dann ist es furchtbar. Ja, kriegt man es nicht aus. Er hat es mir ein paar Mal, vor allem am meisten habe ich mir mal der Eva Zumbuloglu schwer getan, aber in der Zwischenzeit geht es relativ leicht von den Lippen. Und wir sind wirklich sehr divers aufgestellt, sehr Multikulti, sehr, wie soll ich sagen, darauf bedacht, uns auf Augenhöhe zu begegnen, auch in den Produktionen. Wie gesagt, wir versuchen ja teilweise Themen zusammen zu entwickeln, wo wir nicht mit Themen in ein Modul reingehen, sondern sagen, kommen von euch Ideen, manchmal kommen wir, dann wird es verworfen, weil in der Gruppe sagt, das interessiert mich nicht. Also es ist ein offener Prozess jedes Jahr. Und das macht mich sehr glücklich. Und in der Zwischenzeit haben wir aber 3 Jahresförderungen bei der Stadt und beim Land. Das hat mir sehr viel, zwar einerseits gefreut, aber andererseits sehr viel Hirnschmalz gekostet, weil da haben wir auf 3 Jahre im Vorhinein dann doch müssen einiges planen. Also wo man normalerweise flexibel unterwegs ist. Ne? Genau, genau. So waren wir immer einjährig unterwegs, aber ich freue mich über die Sicherheit der Finanzierung über 3 Jahre bin ich sehr glücklich und wir haben halt die Köpfe alle zusammengesteckt und haben halt die Projekte halt in 3 Jahre vorausgeworfen. Man, alles kommt nicht genauso nach Strich und Komma, aber die meisten Dinge kriegen wir eigentlich hin, die wir uns vorgenommen haben. Ich liste dann noch die 4 Ausstellungen. Milica Vujadinovic, da gibt es heuer, da bin ich sehr stolz, eine Uraufführung. Die Milica hat in Graz Komposition studiert und Gesang. Milica macht eine Uraufführung von einem, ich schreibe es unter Anführung, ich sage es unter Anführungszeichen, ein Opernprojekt, ein modernes Opernprojekt, weil sie ja ihre Liebe für diese Form der Musiktheatralik entwickelt hat auf der Uni, auf der Kunstuniversität und sie versucht dieses Medium Oper, wie soll ich sagen, sehr stark gegenwärtig mit Thematiken zu verknüpfen und auch musikalisch mit, sagen wir so, zeitgemäßen musikalischen Richtungen und Stilmomenten zu verbinden und trotzdem einen Guss hinzukriegen. Und das wird heißen Story of Stone, eine Geschichte, die sie selber entwickelt hat und bis an sehr neugierig. Alle wird eine Uraufführung und sie ist fleißig am Komponieren und dann Ensemblemitglieder gewinnen. Und das ist Mitte Oktober nach der Eröffnung von unserem Theaterhaus ist das die erste Produktion. Cool. Dann gibt es noch den Leopold Hofstädter, der steht organisatorischer Leiter. Genau, der Leopold ist mein Kollege in der offenen Gesellschaft. Ja.
Dann Christian Ruck, der schon erwähnt wurde, und ja, den Grilli Bollheimer noch. Ja, also Grilli ist Perkussionist und der Patrick Dunst, die sehr viele Projekte anderwertig machen und in Wien jetzt sehr viel arbeiten. Und besonders hervorheben möchte ich noch einmal Christian Ruck. Mhm. Christian Ruck war mit mir derjenige, nach Matthias, der wirklich diese Ideen für die Module, diese Ideen, Menschen nicht einfach anzuwerben für ein Kulturprojekt und dann lassen wir sie fallen wie eine heiße Kartoffel, sondern eine kontinuierliche, auf Augenhöhe, nicht so, ihr seid Bittsteller und so, ne, kriegt was von uns. Das wird auch nicht so gut funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Wir machen was mit dem Kreativpotenzial, was da ist. Und ich war so oft begeistert von der Kreativität all der Menschen, die bei uns mitarbeiten. Ich habe Momente im Kopf, die bin ich unheimlich dankbar, die ich erleben durfte. Karin Seifert, kannst du dich erinnern, ihr Panther von Rilke, den sie hingeschmettert hat in der Kreuzkirche bei der Produktion von Michael Labres. Da kommen wir heute noch fast die Tränen, wie sie das gemacht hat. Und wir haben das in einem Migrantenzusammenhang und die Leute sind am Boden gelegen und sie schmettert den Panther hin, so als dieses sich im Käfig befinden und eigentlich schon tot sein, weil man sie irgendwie nicht mehr bewegen kann. Und sie hat das so toll interpretiert. Das sind einfach mal, oder der Swifty. Der Swifty mit seinem Shakespeare. Kannst du dich erinnern? Der Swifty, du warst du, das Swifty war die erste beim Shakespeare, du warst noch nicht dabei, du warst bei der zweiten dann. Ja. Der Swifty am sein Künstlername, hat gesagt, ihr macht Körpertheater, da wird nichts geredet, das interessiert mich nicht. Ich will was reden. Dann haben wir gesagt, okay, aber was, wir machen einen Shakespeare, was ist denn das? Und dann haben wir ihm einen Shakespeare gegeben und Christian hat was mit ihm gemeinsam ausgesucht und er hat dann auch was gefunden und wir haben das in die Sprache übersetzt, in die jetzige Sprache, aber es war original Shakespeare in der Hinsicht und er hat das auswendig lernen müssen und dann haben wir gedacht, naja, dann wird er dort stehen, und es wird urlang, weil ich nichts, und er hat uns so auf die Folter gespannt. Bei der Generalprobe hat das noch immer nicht kennen. Und der Christian ist explodiert, halbert, und ich war auch fertig mit. Und ich habe zum Christian dann gesagt, du, wenn es nicht ist, ist es halt nicht so. Das Scheitern ist auch ein Prinzip von einer Achse, wir dürfen scheitern. Dann stellt sich der Swifty dorthin, der Bürgermeister ist in der ersten Reihe gesessen, der Nagel, der hat uns gesponsert, und ich habe jetzt gedacht, so, gut, okay, es kommt. Das war's. Es kommt. Und er schmettert diesen Monolog aussehen. Also mit seiner Sprache, als wie wenn er einen gegenüber, so wie wenn ein guter Musiker auf der Bühne das Publikum als du wahrnimmt und als Geliebte oder als Feind oder als Freund, so hat er den Text interpretiert und gesagt und hat geschaut, mucksmeiserlstill, da jetzt der Stecknadel vorne gehört. Dann hat er noch geschaut und dann hat er so gemacht. Und hat ins Telefon hinein gejubelt und die Hände hochgerissen, so wie wenn er ein Tor geschossen hat. Ja, man macht das alles mit viel Liebe, weil, eben, weil wir auch mitgestalten dürfen und viele Sachen ja von Improvisation entstehen, die man sieht, wie die Idee zur Welt kommt und wie sie weiterentwickelt, und wenn man so mitbezogen wird, ist es wirklich ein tolles Gefühl zum Schluss. Es ist nicht so, als würde ich jetzt was machen müssen, was mir nicht so wirklich gefällt, sondern es springt von mir. Also da kommt noch Stolz dazu auch noch, dass man das auf die Beine gestellt hat oder mitgewirkt hat. Aber was war für dich so ein Highlight in den 10 Jahren? Gibt es so Momente, an die du besonders gern denkst? Das erste war ein Vlog über das Kuckucksnest. Wir haben es am Chilmteich gespielt. Es war, wie soll ich sagen, ich habe mich sehr unerfahren gefühlt und habe so Angst gehabt, irgendwie nicht Angst, aber so Sorgen, oh mein Gott, wie wird das jetzt und so, am Anfang weiß man ja nicht, wie es genau alles läuft, und eigentlich war's, ich war so zufrieden, das hat alles so gut funktioniert, damals so eine Sprache noch, und ja, das war der erste Erfolg, und so, ich male vielleicht gern und so, kreativ ein bisschen bin ich schon immer gewesen, aber das haben wir gedacht, wow, ich habe erst beim Theater damit gespielt, ich war so froh, ich habe es überall erzählt, ich weiß nicht, wie viele Freunde da dabei waren bei der Aufführung. Ja, das war so der erste Eindruck, und wir haben vor ein paar Jahren ein Tanzstück auf die Beine gestellt, und es hat mir sehr gut gefallen, dass wirklich tatsächlich Choreografien, die wir uns
selber ausgedacht haben, dann wirklich in das Ganze geflochten wurden und gespielt wurden. Und die Leute haben applaudiert auf genau diese Choreo, was ich erstellt habe, zum Beispiel, oder die Kolleginnen und Kollegen. Ja, das waren so Momente, die man kann es nicht vergessen. Und ich denke mir oft, wenn ich diese kleine Möglichkeit nicht hätte, dass die Steffi mir gesagt hat, ja, schau, da ist Achse, komm vorbei und mach das. Da hätte ich so viel verpasst im Leben, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, was ich sonst Sinnvolles mit mir anfangen könnte. So irgendwie. Ja, tolle Möglichkeit. Es gibt übrigens auf eurer Website www.achse-graz.at gibt es also eine Sektion, da gibt es ein paar Videos, da ist zum Beispiel einer flog übers Kuckucksnest, sind so Ausschnitte dabei von dieser Produktion. Das haben wir da am Abend bei den Stegen am Filmteich. Diese Performance. Soweit ich mich erinnern kann, ist Menschkörperort auch zu sehen dort, die ganze Aufnahme. Noch was kurz zum Hilmteich und wo du dabei warst. Das war auch insofern, wer Hilmteich nicht vergessen, weil da war das erste Mal dann so, dass eure Freunde von verschiedenen Mitwirkenden, die Freunde einfach gekommen sind und das war wie bei einem Fußballmatch, weil ohne Sprache, die Musik von Patrick Dunst und Grilli Bolheimer, die haben live gespielt und dazwischen, die Lili hat einen Auftritt. Lili, hast du hinterher alle angefeiert, dann ist wieder der Swifty. Hey Swifty, sag's ihnen! Und das war einfach so lebendig. Man muss es aushalten. Ich bin ja auch Theatergeher sonst. Ich schaue nicht nur meine eigenen Sachen an. Und es ist ein unüblicher Theaterabend, wenn man zur Achse Graz geht. Das genau, möchte ich da jetzt auch ins Mikrofon sagen. Also man kann einiges erleben und auch an Stimmung mitbekommen, weil wir unterschiedliche Publikumsschichten haben. Und das macht es auch nochmal spannend. Und wir haben nicht nur Menschen dabei, sondern auch Hunde, vor allem bei den Vorstellungen. Ja, und das ist auch noch einmal ein Faktor, der sehr unberechenbar ist. Manchmal spielen sie mit, die Hunde, manchmal sind sie nicht mitspielend, sondern eher kläffend. Also da ist aber eine breite Bandbreite an Möglichkeiten. Ja. Wie unterscheidet ihr euch jetzt so von anderen Vereinen, wie zum Beispiel dem Interact? Ihr seid ja kein Verein, aber... Soweit ich kenne Michael Wrenschur schon sehr lange und Michael Wrenschur macht sehr gediegene Arbeit im Bereich südamerikanische Tradition von Forum Theater, Augusto Boal, wo es darum geht, einfach Sozialthematiken in einer Firma oder in Büros aufzugreifen und dort mit den Leuten aus dieser Forum Theater Situation herauszuordnen. Ich finde es sehr spannend, sehr lässig, ja, immer wieder zu Veranstaltungen. Ist aber eine andere Art. Trotzdem auch genauso im Sozial, würde ich sagen, im soziokulturellen Bereich angesiedelt wie unsere Arbeit. Es gibt das Intakt-Festival in der Zwischenzeit, das ich sehr befruchtend finde für die Grazer Szene, weil Intakt vor allem andere Gruppen nach Graz bringt. Es gibt einen Austausch mit diesen Gruppen und wir alle sind jetzt im Kulturinklusiv, das ist ein neuer Verein, der gegründet wurde, haben wir uns alle zusammengeschlossen, die Brücke, Interact, Intakt, Lebensgruppe, groß, auch Sozialeinrichtungen, das Sackstraße, das Stadttheater, Stadtmuseum, aber auch Joanneum. Und wir versuchen alle, die Häuser, die Spielstätten, die Produktionen möglichst offen und barrierefrei zu gestalten. Und wir stecken alle die Köpfe zusammen, um die Einrichtungen wie das Joanneum, wie das Stadtmuseum, wie kleinere Einrichtungen, wie man noch mehr Publikum einladen können und Barrieren aus dem Weg räumen können, damit möglichst viel Gruppen, zum Beispiel kann nur eine sehr bewegende Sitzung schildern, wo es darum gegangen ist, dass das Museum, das wir alle sehr lieben in der Zwischenzeit am Südtiroler Platz, unser Haus von 2003, von Kulturhauptstadt, unser Kunsthaus, dass es dort aufgrund der Architektonik und wie es einfach dort innen aussieht, nicht immer einfach ist für Menschen mit Behinderung. Und die haben sich jetzt wirklich sehr, sehr viel dazu überlegt. Und sie machen spezielle Führungen und da war ich mit live dabei, wie sie darüber geredet haben. Zum Beispiel für Menschen, die nicht sehen und nicht hören.
können. Und es war ganz, ganz spannend, wie man dann einfach gemeinsam versucht, Barrieren aus dem Weg zu räumen. Mhm. Und was man da machen kann, ohne dass dann wieder zum Beispiel Segregiertes ist, dass du nur Menschen ohne Gehör und ohne Sehen kommen, weil dann ist es wieder nur so eine Sequenz, wo Menschen halt mit einer eigenen Performance dann oder mit einer eigenen Veranstaltung beglückt werden, aber es ist nicht dieses integrative Moment und das ist sehr schwierig. Das auf den ersten Moment klingt Inklusion immer ganz klasse und lässig, das machen wir, aber wie das umzusetzen, ohne dass das irgendwie aufgesetzt ist, ohne dass sich jemand da als Bittsteller irgendwo hinbegeben muss und ohne dass man das Gefühl hat, da peinlich berührt zu sein, das ist oft eine Herausforderung und da mit Kultur inklusiv, muss ich sagen, ist jetzt in Graz eine ganz tolle Initiative. Wir haben uns alle zusammengeschlossen und haben gesagt, wir versuchen da gemeinsam auch Projekte zu entwickeln und eben das, was wir jeder macht, möglichst noch mehr zu öffnen. Mhm. Und ich schätze also Intakt Interact als ganz, ganz wertvolle Brücke. Die Brücke darf ich nicht vergessen. Sehr lang schon in Graz tätig in dem Bereich. Bevor wir abschließend zum Ausblick in die Zukunft kommen, vielleicht noch Hinweise darauf, wo es in nächster Zeit, also dieses Gespräch wird Anfang September on air gehen, okay, Produktionen von euch zu sehen gibt. Es gibt immer wieder Ausstellungen in der Galerie Zwischenraum. Zwischenbilder im Sozialamt. Bilder, ja, Sozialamt. Das ist unsere Hausgalerie, kann man sagen. Mhm. Also da gibt es zweimal im Jahr von uns Ausstellungen. Jetzt möchten wir dann auch, weil wir einen Spielort über das Kulturamt und die Kulturteilung vom Land ermöglicht bekommen haben, nämlich den ehemaligen Girardi-Saal, der als Theaterhaus jetzt gemeinsam mit Theaterquadrat geführt wird. Und dort haben wir jetzt auch Möglichkeiten, also einerseits Produktionen zu realisieren, und andererseits auch Vernissagen zu machen. Und wie kommt man zu den Terminen von euch? Es wird dann beim Theaterhaus, wo wir jetzt faktisch unser Stammhaus haben, gibt es die Homepage www.theaterhaus.at. Mhm. Da wird es dann einen Programmreiter drauf geben. Wenn man auf den klickt, ist das komplette Programm vom Theaterhaus und wir sind ein Teil vom Theaterhaus-Achse und da sind dann unsere Termine einsichtig. Auf unserer Homepage werden die Projekte auch immer wieder dargestellt. Bei uns ist es aber relativ kurzfristig, also bei uns sind sie meistens so einen Monat bis 6 Wochen vorher on air, weil wir erst oft die Dinge bis 6 Wochen vor der Uraufführung bearbeiten und noch gar nicht die Texte, dann ruft mir wieder der Michael, der die Homepage seit Jahren betreibt. Peter, es ist Zeit, bitte schick mir Texte, Informationen. Ja, wir sind noch mitten im Prozess, ja, aber Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig. Also wir versuchen, ein bisschen mehr Vorlauf in die Programmgestaltung zu bekommen. Was sind die nächsten Projekte, wo du dabei sein wirst? Ich weiß es nicht. Gerade sind Bilder von mir genau bei dieser Ausstellung dabei, der Galerie Zwischenbilder, im Sozialamt, genau. Das ist in der Kaiserfeldgasse, oder? In der Kaiserfeldgasse, direkt über dem Meldeamt. Mhm. Genau, richtig. Und ich bin für alles offen gerade. Beruflich ändern sich die Sachen ein bisschen bei mir, so kann ich nicht wirklich sagen, aber jede Möglichkeit werde ich ausnutzen, natürlich dabei zu sein. Beim Tanzen, bei Rekern, bei dabei. Ja. Jetzt kommt eine Produktion, glaube ich. Bald. Jetzt kommt die Opernproduktion von der Milica im Herbst, Story of Stone, Mitte Oktober. Es kommt noch eine Vernissage, die wird im Dezember, Anfang Dezember wahrscheinlich sein, eine Ausstellung wahrscheinlich im Theaterhaus diesmal. Und es gibt die 20-Jahr-Feier, die für uns ein Grund ist, die Gläser zu heben und ein bisschen eine Gaude zu verbreiten, ohne jetzt was auf die Gute Bühne Idee. Zu wuchten. Improvisation pur. Genau, pur für uns alle und wir laden alle dann herzlich zum Mitfeiern ein. Das wird wahrscheinlich Anfang Dezember sein, die 20-Jahr-Feier. Ja, also dranbleiben, auf der Website schauen, wann die Feierlichkeiten kurzfristig angekündigt werden und dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute für die weiteren Vorhaben und weiteren Arbeiten und Projekte und künstlerischen Betätigungen. Ja, danke dir, Werner, für das Interview. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.